Sag Hallo zu deinen Fans. Miau. Miau, 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 miau. Miau. Nein. Oh. Ja, also das jetzt hier, ich versuche gerade ein bisschen herauszufinden, auf welche Höhe die Lampen denn nachher hängen sollte. Und habe mir von da drüben angeschaut, wie es aussieht, wenn ich über den Tisch hier Richtung Fenster schaue. Und ja, das hier schien mir eine ganz gute Höhe zu sein für die Unterkante. Das sind so 70, 75 Zentimeter. Aber die Unterkante ist ja nicht identisch mit der Höhe der Leuchtmittel. Die Kugeln haben einen Durchmesser von etwas mehr als 40 cm und die Leuchtmittel sollen in der Mitte der Kugel hängen. Also können wir dann noch mal 20 cm nach oben gehen. Dann sind wir so bei 95 bis 100 cm für die Position des Leuchtmittels. Ja, ich denke, das ist ganz gut. Wenn ich mich mal hierher setze, dann ist das hoch genug, dass es mich nicht blendet, denn diese Lampen haben ja keinen Lampenschirm. Wäre das hier auf 75 cm Höhe, das Leuchtmittel, dann wäre das vielleicht ein bisschen grell. 75 cm habe ich online gelesen, ist so ein Standardmaß für solche Dinge. Aber gut, dann setzen wir das Leuchtmittel auf 1 Meter Höhe und dann hängt die Unterkante der Lampe, der Kugel, so auf 80 cm. Und wenn ich mir das nochmal von ein bisschen weiter weg anschaue, 80 cm ist da etwa. Ja, das passt. Das passt. Gut, jetzt ein bisschen rechnen. Also das war 1 Meter. Wir haben hier insgesamt fast 2 Meter bis Tischkante, 1,95 Meter, sind wir bei 95 cm. Die Lightswing selber ist nur 5 cm dünn, inklusive des Aufbaurahmens. Also brauchen wir noch 90 cm Kabellänge zwischen dem Ausgangspunkt der Lightswing, also dem Ende, und dem Leuchtmittel. Wobei, na, Vorsicht mit der Kabellänge, das Leuchtmittel selber hat ja auch noch eine gewisse Dicke und die Fassung, also wahrscheinlich sind wir am Ende so bei 80 oder 85 cm Kabellänge. Das erste habe ich abseits der Kamera jetzt bereits montiert. Hier, ich muss ja wissen, wovon ich rede, bevor ich es euch zeige. Und das zweite kommt jetzt. Mein Tisch hier ist genau 1 Meter breit und das kann ich jetzt ausnutzen, damit ich hier das Kabel abmessen kann. Ja, ich gebe zu, das tut ein kleines bisschen weh, so ein niegelnagelneues Teil hier abzukappen und auf den Müll zu schmeißen. Bevor jetzt hier einer fragt, nein, ich bin kein Elektriker und trotzdem zeige ich das hier. Warum? Naja, erstens, weil es pipifax einfach ist und zweitens, weil es genau so, wie ich es hier zeige, in der Anleitung steht. Der braune Draht nach oben und der blaue Draht nach unten. So, das schwarze Kabel habe ich hier jetzt ein bisschen reingedrückt und dann hier diese Klemme, wie ich eben gesagt habe, die heißt eigentlich Zugentlastung, wieder aufgesetzt und die wird jetzt hier noch festgeschraubt. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass diese beiden Teile hier gleich lang geworden sind. Auf den halben Zentimeter kommt es vielleicht nicht an, aber auf den Zentimeter sollte das schon passen. Und jawohl, das sieht gut aus. Jetzt kommt der Aufbauring an die Decke und das heißt, ich mache jetzt erstes mal die Sicherungen aus. Damit ich noch was sehe, nehme ich mir hier im Flur den Strom weg und schließe hier meine Softbox an. Zum Glück habe ich mir hier eine sehr stabile Arbeitsbühne gebaut, aber die Osterdeko, die muss jetzt mal weg. Ist sowieso noch zu früh. Ostern ist erst in 2 Wochen. Die Bohrschablone habe ich jetzt kreuzweise eingeschlitzt. So, ganz wichtig, dieses Kabel hier, das kommt von da hinten. Ich muss also jetzt dafür sorgen, dass keine der Bohrungen, die ich gleich vornehmen werde, hier
hinten sich befindet, sonst könnte ich in das Kabel bohren. Unsere Decke besteht aus Rigips und darunter ist erstmal ein Hohlraum. Da laufen solche Stahlprofile, die wiederum sind an Balken befestigt, aber in dem Bereich, wo die Lampe hinkommt, ist sonst nichts. Das heißt, wir müssen das ausschließlich an dieser einen Schicht Rigips aufhängen. Nicht ganz einfach, wenn man schrauben will oder so, das könnte ausreißen. Darum habe ich mir hier diese ganz speziellen Dübel besorgt. Das Besondere an diesen Dübeln ist, dass die sich in dem Hohlraum hinter dem Rigips verzwirbeln. Also die bilden dann hier oben so eine Art Pfropfen. Und an diesem Pfropfen, das müsst ihr euch so herum vorstellen, da hängt dann später die Lampe dran. Soweit sieht das jetzt fest aus, aber ich muss die Schrauben noch weiter drehen, damit dieser Pfropfen sich bildet, von dem ich eben sprach, damit das Dübel sich oben verdreht und dieser Klumpen entsteht. So, und jetzt ist der Widerstand deutlich höher, das merkt man, und jetzt habe ich genug geschraubt. Es folgt meine absolute Lieblingsaufgabe, weil man dafür eigentlich drei Hände bräuchte. Die Lampe halten und gleichzeitig die Stromkabel anschließen. Das ging ja noch, da habe ich schon Schwierigkeiten gemacht. Zum Donnerwetter, aber auch. Schraubi, 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 wo bist du? Hab dich. Das ist cool. Bevor ich aber jetzt hier die Abdeckung drauf mache, muss ich erstmal die Lampen anstecken und das Ganze testen. Nicht, dass ich da irgendwas falsch angeschlossen habe. Ich glaub's nicht, aber sicher ist sicher. Dieser Lightswing lässt sich hier verdrehen und schieben, wie man will. Das zeige ich euch später nochmal. Zunächst mal zum Ausrichten, das ist hier denkbar einfach. Betrachtet den Schatten dieser Kordel, den dieses Leuchtmittel hier wirft. Das muss genau mittig zum Fenster sein, dann passt das. Aber bevor ich es vergesse, kommen jetzt erstmal diese durchsichtigen Zahnräder, also die Füße da oben auf die durchsichtigen Schrauben und diese zweigeteilte Abdeckung, die kommt ebenfalls drauf. Ich dachte ja ursprünglich, die käme nur drauf, wenn man es direkt in die Decke schraubt, aber da lag ich wie gesagt falsch, die kommt immer drauf. Fehlen nur noch die beiden Kugellampen. Und wie weit die sind, das schauen wir uns jetzt mal an. Seit 2 Wochen stehen diese Bälle jetzt hier oben im Dachgeschoss zum Trocknen. Ich denke, so lange Zeit wäre nicht notwendig gewesen. Eine Woche hätte es sicher auch getan, aber unter der Woche hatte ich keine Zeit. Und so kann ich sicher gehen, dass auch hier oben im Bereich des Rings, da wo die Kordel so dick ist, das Ganze inzwischen trocken ist. Wir werden die Wasserbälle jetzt mal da herausnehmen, aber dazu bringen wir die Bälle runter in die Werkstatt. In den letzten 2 Wochen war ich nicht ganz untätig. Hier in der Werkstatt habe ich parallel zu diesem Projekt ein anderes Projekt angefangen, wie man vielleicht sieht. Die Videos dazu erscheinen später. Jetzt will ich mich aber mal daran begeben,
den Ball hier aus diesen Kugeln herauszunehmen. Übrigens, die haben kaum Luft verloren. Ein bisschen sicherlich, aber nicht sehr viel. Ich glaube, mit Luftballons wäre das ein bisschen anders gewesen. Jetzt kommt der große Moment, wo alles schiefgehen kann. Es kann passieren, dass die Ballons, die Bälle hier noch so fest an den Seilen kleben, dass sie die Struktur zerstören. Insbesondere, wenn die Seile vielleicht doch noch von der Innenseite her nicht ganz durchgetrocknet sein sollten. Oder die Art, wie ich das gebaut habe, hier zu dünn ist, zu wenige Schichten, wie auch immer. Von daher wird es jetzt ein heikler Moment, ob das Warten der letzten Wochen sich gelohnt hat, die ganze Arbeit, die ich hiermit hatte, sich gelohnt hat. Oder ob es fürchterlich schief geht. Wir werden es sehen. Na, die Luft will nicht so richtig hier rauskommen. Ein wenig zwar. Vielleicht hört ihr dieses Knistern. Das heißt, das Seil löst sich hier vom Ball. Und was da knistert, ist halt dieser Tapetenkleister. Aber mit der Pumpe, mit der ich das Ganze aufgepumpt habe, kann ich sie auch wieder abpumpen. Und da sich das hier nicht so richtig lösen will, sollte ich das mal unbedingt versuchen. So, jetzt ist die Kugel halb durchsichtig. Also, das hat wirklich geklappt. Ich will das jetzt hier nicht eindrücken oder so. Ne, das muss nur formstabil bleiben. Wobei, es ist schon echt stabil. Wow, Wahnsinn. Das Problem besteht jetzt darin, den Ballon da herauszukriegen. Prinzipiell passt der Ballon ja hier oben durch die Öffnung. Ich hatte es mir nur so vorgestellt, dass der Ballon auf allen Seiten abgelöst ist und ich dann so eine Art Ballonschlauch hier oben rausziehe. Das ist noch nicht der Fall. Deshalb muss ich jetzt hier per Hand mal diese Stellen lösen. Das kann ein bisschen dauern, aber es geht gut. Wunderbar. Alle Befürchtungen umsonst. Das geht ganz wunderbar ab. Ja, wo die Finger zu dick sind, muss ich mir irgendein Werkzeug hernehmen. Und sei es ein Stückchen Holz. Auch hier Befürchtungen umsonst. Das hat gut geklappt. Ich bin selbst ehrlich gesagt erstaunt. Und so, liebe Kinder, werden Wasserbälle geboren. Unsinn. Wunderbar. Hier und da klebt natürlich noch ein bisschen Tapetenkleister dran. Ich denke mal, da gehe ich nachher mal mit einer weichen Bürste drüber. Dann verschwindet das auch. Aber schaut's euch an. Es ist nicht perfekt rund. Was muss es auch nicht. Es hat halt die Form des Wasserballs. Wenn man es weiß, sieht man es. Aber ich glaube, im Wesentlichen wirkt es doch kugelförmig, oder? Wirklich sehr stabil. Ich hatte hier auch kein Problem, wenn ich hier hinten ein bisschen Gegendruck gegeben habe, hier beim Arbeiten vorne, dass ich da das Gefühl hatte, dass das irgendwie instabil wird. Nee, das ist Wahnsinn. Wow. Gut, der Ring hier oben, ja, der muss wahrscheinlich drin bleiben oder kriege ich den raus? Ich lasse den Ring jetzt einfach mal drin. Sollte die Schrift hier, das war ja so ein Stück von der Kleberolle, sollte die Schrift mich hier stören, kann ich das ja irgendwie noch anmalen oder sowas. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man das sieht. Na gut, sei es drum. Ich mache auf jeden Fall jetzt das Gleiche noch für den zweiten Wasserball. Und dann können wir uns daran begeben, diese Kugellampen aus Kordel oben an der Light Swing aufzuhängen. Was diese Kleisterreste angeht, die sich jetzt hier zwischen diesen Seilen befinden, habe ich ein bisschen was ausprobiert und muss leider sagen, einfach ist das nicht.
Ich dachte ja zunächst, ich könnte einfach eine Bürste oder hier so einen Handfeger nehmen, hier ein paar Mal drüber schrubben und die Klebereste würden verschwinden. Leider ist das nicht so. Ein bisschen was fällt ab, aber das meiste nicht. Und das liegt daran, dass die Klebereste sich innen befinden, also da, wo die Seile Kontakt zu dem Wasserball hatten. Hätte ich jetzt hier eine große Öffnung gelassen oder hätte ich filigrane Arme, dann könnte ich vielleicht hier hineingreifen und das Ganze von innen mit der Bürste irgendwie sauber schrubben. Die Option habe ich jetzt nicht. Dann hatte ich es mit einem Pinsel versucht, so einem großen Pinsel, aber auch der kommt nicht viel besser hier in die Öffnungen hinein als mein Handfeger. Ich habe einen Borstenpinsel geschnappt, habe es damit versucht. Der ist zwar schmal genug, aber der ist zu weich, der Borstenpinsel. Man braucht tatsächlich was Härteres. Gut, dann habe ich es mit der Rückseite versucht oder auch einfach mit dem Holzstück, mit dem ich eben schon den Wasserball hier von der Struktur gelöst habe. Damit geht das ganz gut tatsächlich. Also habe ich mir jetzt einfach gedacht, ich nehme hier die Rückseite meines Borstenpinsels. Ihr könnt auch irgendein Stöckchen nehmen, einen Schaschlikspieß, einen Zahnstocher von mir aus oder was auch immer ihr gerade da habt, wie diese Pfeile hier. Und dann könnt ihr hier reingehen und das sauber machen. Allerdings muss ich jetzt wirklich hier in jede Masche, in der sich eine nennenswerte Menge an Kleister befindet, hineingehen. Und das wird wohl eine Weile dauern. Naja, macht nichts. Ich setze mir ein schönes Hörbuch auf. Und dann nehme ich mir eine Stunde Zeit und mache das hier. Nein, die Kamera werde ich nicht so lange anlassen. Ich glaube nicht, dass das sehr langweilig ist. Gut, das müsste es weitestgehend gewesen sein. Ja klar, findet man immer mal wieder hier und da noch so eine Stelle, wo noch ein bisschen was weg kann, klar. Vor allem sind das ja die Fasern der Kordel selbst, die mit Kleister getränkt sind, die einfach ein bisschen abstehen. Mir ging es nur darum, diese Häute, die wir hier in den Lücken, also in den Zwischenräumen zwischen den Kordeln hatten, die zu entfernen. Und ja, hier im Inneren, da muss ich gleich noch ein bisschen was von diesem Patex entfernen. Ansonsten kann man auch versuchen, jetzt am Ende nochmal mit so einer Bürste oder so einem Handfeger hier drüber zu gehen, um das, was ich da schon abgemacht habe, dann auch wegzukehren. Aber ansonsten lassen wir das jetzt mal so. Das ist übrigens ein ganz interessanter optischer Effekt. Wenn ich das mal so gegen die Lampe hier halte, dann sieht das von innen betrachtet so ein bisschen aus wie Eiskristalle am Fenster. So eine Struktur, die scheinen wir da zu haben. Deshalb bin ich echt sehr gespannt, wie das nachher aussieht, wenn das Leuchtmittel sich da drin befindet. Und deshalb gehen wir jetzt mit diesen Kugeln mal hoch und hängen das an die Lightswing. Ich habe die Kugeln jetzt hier hochgebracht, offensichtlich. Und um diesen inneren Ring hier zu kaschieren, ich habe es mal oben in die Lampe gehalten, man sieht die Schrift, werde ich das jetzt hier mit Edding anmalen. Ich hatte erst überlegt, einfach Klebeband drumherum zu wickeln, aber das hält erstaunlich schlecht. Gut, jetzt denkt ihr vielleicht, schwarz, das ist eine blöde Idee, denn das sieht man doch auch. Ja, das sieht man. Aber wir haben hier ein schwarzes Kabel, wir haben hier eine schwarze Fassung, die Lightswing ist schwarz. Also, warum soll nicht auch ein schwarzes Element hier an diesen Kugellampen sein? Jetzt muss ich nur noch die beiden Kugeln an die Lampen hängen und dazu benutze ich ganz normalen Bindfaden. Das ist ein Leinengarn. Das ist das, was ich hier noch drumherum gemacht hätte, falls mir das mit den dicken Schnüren alleine nicht gefallen hätte. Übrigens, was das Gewicht der beiden Kugeln angeht, die eine ist genau 450 Gramm schwer, die andere 459 Gramm. Das heißt, nur mit Augenmaß ist es mir wirklich gelungen, zwei fast identisch schwere Kugeln zu bauen. Und was die Höhe der Leuchtmittel angeht, die sind ebenfalls bis auf den Millimeter genau gleich hoch über dem Tisch. Jetzt muss es mir nur noch gelingen, auch die Kugeln entsprechend in der gleichen Höhe aufzuhängen, damit es auch wirklich perfekt aussieht. Nee, Leute, nochmal Kommando zurück.
Also die Idee, den Lampenschirm hier einfach mit einer Kordel oben festzubinden, das ist doch keine gute Idee, denn sollte ich das Leuchtmittel mal wechseln müssen, dann müsste ich alle Schnüre ja wieder durchschneiden. Also das ist doch nicht das Wahre. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Was ich mir überlegt habe, ist hier solche Teile anzufertigen, jeweils 4 Stück. Aus jeweils 2 von denen und 2 von denen wird dann so eine Art Kreuz angefertigt, also so eine Art Doppelkreuz, sieht dann aus wie so ein großes Tic-Tac-Toe-Feld von oben gesehen. Und ich habe hier zufällig auch noch ein passendes Stück MDF gefunden. Das ist so ein MDF-Streifen. War in meinem Resteregal. Ist hier zwar ein bisschen verbogen, das stört aber überhaupt nicht. Er ist lang genug. Ich brauche etwas mehr als 1 Meter. Das gibt er hier locker her. Auf den ersten Blick sehen die Teile, die ich hier gefertigt habe, vollkommen gleich aus. Aber schaut genau hin. Beim linken Stapel sind die Schlitze unten, beim rechten Stapel sind die Schlitze oben, während diese Aussparungen hier sich immer oben befinden. Und aus jeweils 2 davon kann ich nun so ein Doppelkreuz zusammensetzen. Mein Sägeblatt hat eine Breite von 2,6 mm. Diese Dicke der Platten hier beträgt 2,5 mm. Das heißt, das kann man hier wirklich locker zusammensetzen. Locker bedeutet allerdings auch, dass das Ganze recht locker sitzt. Es kann also, ja, wie man hier gerade gesehen hat, auch schon mal wieder rausrutschen. Ist aber kein Problem, hoffe ich zumindest. Denn hier in der Mitte, da haben wir so eine Art Schacht. Durch diesen Schacht wird das Kabel durchgeführt und das Kabel ist ein bisschen dicker als die 5 mm, die dieser Schacht hier breit ist. Und deshalb sollte das Ganze nachher schön um das Kabel herum geklemmt werden und dabei werden die Teile hier nach außen gedrückt und dadurch sitzt das hoffentlich nachher schön spack, zumindest in der Theorie. Der Ring der Lampen wird dann hier außen herum sitzen, auf diesen Teilen wird er aufsitzen und die Lampe hängt. Gehen wir hoch und schauen, ob das in der Praxis auch funktioniert. Ups, da habe ich mir wohl irgendein Maß falsch gemerkt. Das sind nicht 10,2 cm im Durchmesser, sondern nur 7,2. Aber gut, das ist einfach zu korrigieren. So, schauen wir mal. Ja, jetzt passt's. Und die interessante Frage ist natürlich noch, ob man das irgendwie da reinkriegt. Denn das soll ja nicht von oben drin stecken, sondern von unten. Aber das hatte ich vorhin ausgerechnet und das wird passen. Na, gehe ich schon wieder raus. Also ich kann das hier so da quasi reinfädeln. Wird ein bisschen friemelig, aber das funktioniert. Jetzt muss ich es schaffen, dieses Kreuz hier genau 10 cm hier über dieser Stelle zu befestigen. Das sind dann nämlich 20 cm bis zur Leuchtmittelmitte. Und damit sitzt das Leuchtmittel später genau im Zentrum meiner Kugel. Ha, kleines bisschen höher, dann passt das. Und jetzt wird dieses ganze Konstrukt hier durch das Loch in der Kugel durchgefriemelt. Das muss passen, ich habe es wie gesagt ausgerechnet. Hier die Länge dieser Teile geteilt durch Wurzel 2, dann habt ihr den Abstand von Ecke zu Ecke, so ungefähr jedenfalls. Und deshalb weiß ich, dass das hier durchpasst. Na, komm schon. Das Kabel ist manchmal auch ein bisschen noch im Weg. Gut, jetzt ist das Ganze da drin und jetzt kann der Ring hier oben drauf abgesenkt werden. Okay, es hängt. Von oben sieht dieses Konstrukt übrigens so aus. Einer der Lichtschalter für diese Lampe befindet sich übrigens hier im Flur, damit man von außen auch irgendein Licht anmachen kann. Denn auf der Innenseite der Wand wird es nicht gehen später, da kommt ja irgendwann noch eine Schiebetür hin. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Der andere Lichtschalter befindet sich da, wo sich bei uns alle Lichtschalter befinden, nämlich hier.
Aber wir wollen die Lampe ja bewundern, wenn sie eingeschaltet ist. Diese Lampen sehen sicher auch sehr schön aus, wenn es draußen so richtig schön sonnig ist. Denn die Kordel passt sehr gut zu der Eiche, die wir hier überall haben. Am Tisch, am Boden und an der Küche. Aber es ist ziemlich eklig draußen. Deshalb warten wir jetzt einfach, bis es dunkel ist. Mittlerweile ist es dunkel. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Lampen im Dunkeln wirken. Thank you.
sieht doch klasse aus, oder? Es ist ein bisschen schummrig, ja, aber auch sehr warm, sehr gemütlich. Genau das Richtige für ein schönes Abendessen. Gut, wenn man es hier einen Spieleabend organisieren möchte, dann muss man sich vielleicht ein bisschen was einfallen lassen, vielleicht hellere Leuchtmittel einschrauben oder zusätzliche Lampen aufbauen. Aber für den Alltag absolut ausreichend. Eine Sache muss ich euch noch zeigen, nämlich wie man diese Lightswing drehen kann und wie dann hier die Sitzsituation im Raum ist. Die Lightswing lässt sich ja mit wenigen Handgriffen einfach drehen und verschieben. Natürlich haben wir dann hier eine starke Asymmetrie und aufgrund der Hebelkräfte hängt das auf der rechten Seite ein Stück weiter runter als hier auf der linken Seite. Aber genau dazu gibt es ja hier diese Stellschraube, diese durchsichtige. Die könnte ich jetzt an die Decke schrauben, den linken Teil hier weiter herunterdrücken und dann hinge das Ganze wieder waagerecht. Allzu schlimm ist die Schiefstellung aber nicht. Also wen es nicht stört, der kann das auch gerne so lassen. Ich lasse es jetzt auf jeden Fall so, weil ich das gleich wieder zurückdrehen möchte. Das ist jetzt nur einmal, um es euch zu zeigen. Und der Tisch, ja, der stünde natürlich auch ein bisschen anders im Raum. Um 90 Grad verdreht und leicht Richtung Kochinsel geschoben, damit vorne im Eingangsbereich noch genug Platz ist, um gut daran vorbeizukommen. Das war ja der Grund, warum ich das Ganze hier drehen und verschieben möchte. An der Lampe und am Tisch. Wie ihr seht, befindet die Lampe sich jetzt wieder mittig über dem Tisch, aber der Tisch steht nicht mittig im Raum. Dazu müsste er von uns aus betrachtet ein Stückchen weiter rechts sein. Die Lightswing hängt ja absolut mittig im Raum, also mittig zu beiden Achsen, zur Längsachse und zur Querachse. Und so steht der Tisch jetzt ebenfalls wieder genau auf der Querachse. Und hier seht ihr jetzt vielleicht auch, was ich eben meinte. Links im Bild kommt jetzt der Eingangsbereich in Sicht und da ist wirklich genug Platz, um am Tisch vorbeizugehen. Auf der anderen Seite ist deutlich weniger Platz bis zur Kochinsel. Und wenn man am Tisch jetzt an beiden Enden noch eine Platte ansetzt, und die habe ich auch noch vorzubauen, und das ganze Konstrukt dann Richtung Kochinsel schiebt, dann kann man es bis zur Kochinsel schieben, ohne dass auf der anderen Seite, also da hinten im Bild, der Eingangsbereich versperrt wäre. Zugegeben, dann hängen die Lampen nicht mehr mittig über dem Tisch, aber wir haben ja hier auch noch Licht in dem Bereich, das können wir dann auch noch zuschalten. Auf diese Weise kann man sich einen gemütlichen Raclette-Abend mit vielen Personen machen, denn hier hinten, da wo die Lightspin-Packung liegt, unter der Kochinsel befinden sich ja Steckdosen und ihr kennt die Konstruktion meines Tisches vermutlich. Da befinden sich zwei Punkte, nämlich einmal hier und einmal da. Da kann man die quadratischen Platten herausnehmen und den Stecker von unten durch den Tisch führen, so dass der niemanden stört. Aber nun ist die Zeit gekommen, das Ganze wieder zurückzubauen, denn die andere Position des Tisches, das ist ja das, was wir im Alltag haben wollen. Der Tisch ist übrigens sehr schwer. Ich schätze mal 150 Kilo Platte plus Untergestell. Aber dank der Filzgleiter, die unten drunter sind, kann ich den alleine problemlos bewegen. Wenn ihr euch übrigens für die Lightswing interessiert, dann schaut mal gerne in die Videobeschreibung. Da verlinke ich sie euch. Die gibt's in zwei Längen. Das hier ist die lange Variante. Es gibt sie auch in 90 cm und es gibt sie auch nur für eine Lampe. Klingt erstmal langweiliger als die Twin-Variante, die ich hier habe, aber überlegt mal, was für ein Einsatzgebiet die dann hat. Ihr könnt dann die eine Lampe, die an einem Ende hängt, deutlich weiter schwenken, als das hier mit der Twin-Variante der Fall ist. Ihr habt bei 90 cm, also der kleinen Variante, bereits einen Durchmesser von 1,80 m, in dem ihr diese Lampe herumschwenken könnt, bei der großen Variante dann 2,20 m. Sehr interessant ist diese Lightswing natürlich auch in allen Räumen, wo der Deckenanschluss für die Lampe nicht da sitzt, wo man die Lampe gerne hätte. Das ist ja sehr, sehr oft der Fall, vor allem in Mietshäusern, in Räumen, die man grundsätzlich nicht selbst eingerichtet hat oder einfach, weil man sich eine andere Einrichtung wünscht. Dann bietet diese Lightswing, abgesehen vom Herumschwenken, auch eine schöne Möglichkeit, die Lampe etwas versetzt aufzuhängen, ohne da ein hässliches Kabel an der Decke langführen zu müssen und ohne die Lampe mit Bohrungen an der Decke zu befestigen. So, Freunde, jetzt seid ihr gefragt. Die Lampen sind fertig und sie hängen
Was haltet ihr von diesem Projekt? Was haltet ihr von den Kordellampen? Was haltet ihr von der Lightswing? An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an meinen Sponsor Lightswing, die mir das gleichnamige Produkt hier zur Verfügung gestellt haben. Ich habe es gerne aufgehangen, ich wollte es ja unbedingt haben. Ich habe die Firma angeschrieben und nicht die mich. Also vielen Dank, dass ihr darauf eingegangen seid. Das war's für heute. Das war jetzt ein Projekt, das hat mich 3 Wochen gekostet, aber vor allen Dingen wegen der langen Trocknungszeiten der beiden Lampen. Parallel dazu habe ich noch ein anderes Projekt gemacht. Dazu werdet ihr die Videos demnächst sehen. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Abonniert gerne, liked, ihr kennt das Spiel. Und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Habe ich gestern gesagt, das Wetter sei trüb? Das war nichts im Vergleich zu heute Morgen, denn jetzt haben wir Schnee. Gut, dass ein Teil der Weihnachtsdeko noch da steht, direkt neben der Osterdeko. Letztere zu früh, erstere viel zu spät, aber irgendwie passend, denn der weiße Mantel hat sich noch einmal über die Welt gelegt und das mitten im März. Der Teich ist gefroren. Teich. Der Teich. Oh, Teich. Oh, Teich. Oh, Teich.